Heute will ich euch einen Trick zeigen, wie man Radieschen länger frisch halten kann. Wer Radieschen einfach so im Kühlschrank lagert, wird feststellen, dass sie schon nach wenigen Tagen schrumpeln und fad werden. Der Grund dafür ist, dass die Blätter der Knolle Kraft entziehen, da sie ja eigentlich austreiben und wachsen will. Das heißt, alleine schon das Entfernen der Blätter verlangsamt den Alterungsprozess erheblich, wie ich später noch zeigen werde. Aber blattlos im Gemüsefach des Kühlschranks halten sie sich auch nur 3 bis 5 Tage. Das kann man mit einem einfachen Trick ändern. Als erstes wasche ich die Radieschen mit klarem Wasser ab. Dann gebe ich sie direkt, das heißt noch nass, in einen Plastikbeutel. Das hat nicht nur den Sinn, die Radieschen sauber zu machen, damit ich sie später gleich essen kann. Das Wasser verlangsamt auch den Verschrumpelungsprozess enorm. Ich vermute, dass das Verschrumpeln von Radieschen einfach ein schneller Wasserverlust ist, der durch die hohe Feuchtigkeit in der Tüte gestoppt wird. Die Tüte verschließe ich mit einem Clip, damit das Wasser auch drin bleibt. Dann ab damit ins Gemüsefach des Kühlschranks. Sehen wir uns mal an, wie gut die Methode funktioniert. Schon nach 3 Tagen ist das Radieschen mit dem Grünzeug verschrumpelt, während das trocken gelagerte Radieschen nach ca. 6 Tagen den Geist aufgibt. Nur unsere nass gelagerten Radieschen halten durch und sind sogar noch nach 16 Tagen knackig und frisch. Probiert's einfach mal selbst aus. Viel Spaß beim Experimentieren und tschüss!